Hallo und herzlich willkommen bei Fidelity. Heute mal was ganz Besonderes und zwar in eigener Sache. Ich möchte euch heute gerne zeigen, was wir vorhaben. Wir sind jetzt hier im ersten UG. Zweites haben wir gar nicht, aber ein erstes haben wir immerhin bei Fidelity. Und das können wir nachher nochmal kurz von hier oben aus zeigen. Und wir wollen praktisch hier einen neuen HiFi-Raum bauen. Und ich hatte mir gedacht, dass es vielleicht ganz spannend für euch ist, das Ganze mal im Rohbau zu sehen. Das heißt also nicht immer, wenn alles fertig ist, sondern ich will euch einmal erklären, ihr seht gleich die Baustelle, was wir hier vorhaben. Kommt einfach mal mit rein. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir hier praktisch wirklich noch, wir sind ganz am Anfang eigentlich. Das ist ein sehr, sehr großer Raum. Wir haben 75 Quadratmeter Fläche hier. Wir wollen hier einen HiFi-Raum draus bauen mit verschiedenen Inseln, mit verschiedenen Möglichkeiten des Musikhörens. Und ich will euch einfach mal zeigen, was wir für einen Wahnsinn betreiben, muss man wirklich schon sagen, um das für euch natürlich später toll aussehen zu lassen, aber auch für uns natürlich akustisch, dass der Raum wirklich angefasst wurde und akustisch natürlich auch gut klingt. Lukas geht immer ein bisschen mit und wir fangen mal an. Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Was ihr oben seht, das ist ein sogenannter Leimbinder. Dieser Leimbinder, der sitzt auf außenliegenden Pfählen, Pfosten, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und darauf ruht das ganze Dach praktisch. Also jetzt haben wir es folgendermaßen gemacht. Wir haben diesen Leimbinder ausschneiden müssen. Und zwar war der auf 2 Meter, ja, ich sag mal vorsichtig, 2,20, 2,10 ungefähr von der Höhe her. Höher war der gar nicht. Haben ihn so ausgeschnitten praktisch, dass wir 50 cm Platz haben. Warum? Aus der Perspektive, wo Lukas gerade steht, werdet ihr später mal sitzen, um in die Richtung oder aus der Richtung praktisch mehr oder weniger Musik zu hören. Das heißt, hier wird eine Insel entstehen. Lukas, wenn du mal schwenkst, da drüben, wo jetzt da das realisiert, da wird etwas stehen praktisch und da vorne an der Längswand wird auch noch eine Anlage stehen. Das Ganze wird, müsst ihr euch vorstellen, auf 2,75 Meter abgehängt. Das wird eine akustische Decke, die kennt ihr, das ist so eine Lochdecke, die kennt man vom Kinobau her oder von manchen anderen auch. Wird mit Lichtwuten eingekleidet, also lichttechnisch wird natürlich auch einiges hier gemacht. Und wir werden auf der Wand, wo Lukas steht, ich drehe mich mal, oder Lukas, komm mal eben rum. Hier wird Folgendes sein, das ist nur Deko, aber ich hoffe, dass es ziemlich cool wird. Ihr müsst euch vorstellen, hier wird eine Wand gedoppelt und zwar immer so, ihr seht das so ein bisschen, hier werden Fächer entstehen, in dem Fall zwei Fächer, wo wir Anlagen drin präsentieren werden, vielleicht auch ein bisschen Kunst drin haben werden. Da wird es ein Fach daneben geben. Da ist der Gedanke der, dass wir zum Beispiel eine Gitarre aufhängen, Instrumente einfach aufhängen, damit haben wir nun mal zu tun und das wollen wir natürlich auch demonstrieren. Dann haben wir daneben wieder etwas, wo wir wieder Anlagen zeigen können, aber die sind nicht scharf geschaltet. Es geht dann nur darum, dass wir hier praktisch ein bisschen was zeigen können. Scharf geschaltet wird sein auf der Seite, dass wir dann da hören können. Denn es ist so, dass wir hier hinten wieder praktisch, Kunst, das wird eine ganz besondere Lampe werden. Also ich hoffe, das haut so hin, wie wir uns das vorstellen. Ich will so viel verraten, das hat mit Schlagzeug zu tun und es wird eine Lampe. Das werden also Becken werden praktisch und es wird eine Lampe aus ganz, ganz vielen Becken werden und wird natürlich so einen wahnsinnig warmen, goldenen Ton haben. Also hammermäßig schön. Hier drüben haben wir, wie gesagt, denn so die Hauptanlage praktisch. Und ihr müsst euch vorstellen, wir werden zwei Inseln haben, wo wir sitzen können, ne, dass wir in die Richtung entweder gucken oder in die Richtung gucken. Gleichzeitig ist der Raum für uns aber auch eine Art Schulungsraum. Wir haben das damals vermessen, wie gesagt, 75 Quadratmeter. Wir hatten früher einen Schulungsraum, der mittlerweile aber, eine Industrie hat den übernommen sozusagen, muss man schon so sagen. Und der zweite ist Büro geworden. Deswegen brauchen wir, wenn wir mal, ich sag jetzt mal, vielleicht eine Schulung machen oder wenn wir mal mehr Besuch hier haben, dass wir vielleicht mal 20, 30 Leute sind, brauchen wir einen großen Raum. Da ist der ideal für. Das heißt, wir räumen dann in der Sekunde, wo das stattfindet, die Sitzmöglichkeiten zur Seite, haben eine Bestuhlung, also immer hier von ungefähr 30 Stühlen und können praktisch hier Vorträge dann halten. Auch dafür ist ja gedacht, der Raum. Ihr seht in der Mitte, das ist eben so die Krux, wenn man an einer Statik arbeitet, mussten wir praktisch einen Doppel-T-Träger einsetzen, der das Gewicht jetzt des Daches praktisch wieder abfängt. Das haben wir hier machen müssen, das haben wir da machen müssen. Dann wird Folgendes noch sein, vielleicht nochmal genau, der Schwenk ist ganz gut, ich komme mal hinterher. Es ist so, dass hier eine große Glastür noch sein wird, die wird in der Tasche verschwinden praktisch, deswegen ist hier auch der Abstand schon vornherein gebaut. Und genau, noch eine Sache zum Thema Wahnsinn betreiben.
Eigentlich war der Raum mal vor 6 Jahren gedacht von uns, dass wir hier so ein High-End-Kino reinbauen. Das war, also wir hatten da tierisch Lust drauf gehabt, aber wir haben letztendlich 3 Kinos unten mittlerweile und haben gesagt, nee, HiFi ist doch ein größeres Thema bei uns, vielleicht nicht ein größeres als Home Cinema, aber Home Cinema ist schon stark vertreten unten. Wir haben gesagt, HiFi machen, wollen wir noch ein bisschen was machen. Hier waren nämlich Heizkörper, das könnt ihr auch noch sehen. Der eine Heizkörper war nämlich hier oben und einer Heizkörper war da hinten, das kann man nicht mehr erkennen, der war auf normaler Höhe praktisch. Warum war der so hoch? Weil wir eigentlich ein Kino gebaut hätten, was praktisch verschiedene Positionen von der Höhe her gehabt hätte. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen die Heizung in diesem Raum nicht mehr. Wir haben hier noch weitere 2 Heizkörper, haben die praktisch auch wegnehmen lassen. Das ist heute passiert und alles zurückbauen lassen. Okay, was haben wir vor? Wir wollen natürlich auch, dadurch, dass wir diese Möglichkeit haben, in diesen Raum auch nochmal wirklich viel HiFi stellen zu können. Also ganz viel wird es nicht werden, aber was wir machen wollen, wir werden noch 1, 2 neue Marken aufnehmen, aber dazu sage ich euch später mehr, da will ich noch nicht zu viel verraten. Was wir hier auch nochmal zeigen werden, ist aber ein eigener kleiner Film. Wir haben hier oben im ersten OG bei Fidelity auch den Sonos-Raum ausgestattet. Wir haben also einen Raum wirklich, wo alle Möglichkeiten, was Sonos zu bieten hat, zu sehen sind, auch mit Dolby Surround und so weiter und so weiter. Aber das zeigen wir euch auch später. Also, irgendwann machen wir nochmal einen Rundgang, wenn alles fertig ist, dann wollen wir nochmal einen Rundgang durch das ganze Gebäude machen, dass ihr einfach mal einen Einblick habt, was machen wir hier eigentlich, was haben wir hier eigentlich, wie sind wir eigentlich aufgestellt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das Schöne ist bei solchen Filmen, man braucht einfach nur... Und so, jetzt sind wir wieder dabei. 2. Teil des Films. Wir sitzen zwar schon im fertigen Raum, aber wir haben den zweiten Teil, den Ausbau des Raumes, nicht im Film festgehalten. Das war gar nicht möglich, deshalb, weil wir das über Wochen, das ging fast, ich glaube, über 3, 4 Monate ging es tatsächlich, oder 5 Monate. Deswegen haben wir ein paar Bilder für euch einfach gemacht während der Bauphase, um euch zu zeigen, was wir, ja, für einen Wahnsinn betrieben haben, sozusagen, um den Raum wirklich schön aussehen zu lassen, für euch letztendlich schön aussehen zu lassen, wenn ihr uns besucht, dass ihr euch den mal angucken könnt, natürlich auch. Und deswegen mal ein paar Bilder, die Lukas geschossen hat. Ich will die mal ganz kurz kommentieren. Ihr seht beim ersten Bild zum Beispiel da, wo die Kuben, diese Metallkuben, das sind, müsst ihr euch vorstellen, Ausstellungsflächen, die wir geschaffen haben, um ganz besondere Exponate euch zu zeigen. Man würde heute auch Bücher darin sehen zum Beispiel oder man sieht einen Transrotor darin, jetzt aktuell zum Beispiel bei uns und so weiter und so weiter. Haben wir praktisch per Holzkonstruktion aufbauen lassen. Ihr seht oben praktisch eine Strebe, die schon lang geht. Es geht hier um den Trockenbau, der praktisch da dann angesetzt wird. Und im nächsten Bild seht ihr praktisch, das ist ganz interessant, und zwar ist der sogenannte Leimbinder. Den Leimbinder könnt ihr oben links erkennen. Das ist eigentlich, worauf das Dach sich stützt, also stützt sich auf einzelne Pfeiler vom Gebäude her betrachtet. Das sind, glaube ich, so ungefähr 16, 18 Stück. Würde man also die Wände rausnehmen, würde das Dach immer noch stehen, weil das eben auf diesen Pfeilern ruht. Und dafür ist dieser Leimbinder da. Das ist ein Konstrukt, also ein Holzkonstrukt, sehr massiver Natur, sehr, sehr dick, sehr, sehr groß. Den mussten wir ausschneiden. Und könnt ihr später sehen, warum. Was ihr auch noch seht, ist übrigens abgebaute Heizkörper. In diesem Raum waren, glaube ich, wenn mich alles täuscht, 5 Heizkörper drin. War vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Jetzt haben wir noch 2 drin und es ist, also ihr werdet nicht frieren, wenn ihr kommt. Von daher, wie gesagt, alles gut. Ja, da könnt ihr sehr gut sehen, wie der abgefangen wurde. Also ich fand es spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war auch schon wirklich eine Wahnsinnsarbeit, allein den rauszuschneiden. Das war übrigens derselbe, in dem Fall, den Namen möchte ich unbedingt erwähnen, Thorsten Manicke mit seiner ganzen Crew, die auch das ganze Gebäude hier damals von drinnen, also entkernt haben, alles gebaut haben. Das war der Bauunternehmer, der uns, ein guter Freund von mir mittlerweile, und zwar der alles damals gemacht, den haben wir wieder angerufen und gesagt, Thorsten, wir brauchen dich. Er war auch sofort da, ganz große Klasse. Das haben die also rausgenommen praktisch. Genau, hier könnt ihr den Raum sehen, wirkt übrigens sehr schmal. Ihr müsst euch vorstellen, der Raum ist, ich glaube, um die 70 Quadratmeter groß, also nicht ganz klein. Der wirkt heute, wenn man, ich sitze ja nun gerade hier drin, deutlich größer als das Bild es zeigt. Da seht ihr übrigens auch die Tür noch. Die Tür haben wir rausnehmen lassen, das seht ihr später dann auch. Haben sie ersetzen lassen mit, durch Glas, also durch eine Glasschiebetür, aber das erzähle ich euch gleich. Hier seht ihr schon mal die abgehängte Decke. Und da könnt ihr auch gleich noch sehen, was wir noch gemacht haben. Wir haben ja in diesem Raum eine akustische Decke einsetzen lassen, merkt man total. Wenn man von draußen, wir haben einen kleinen Vorraum, der hat vielleicht, keine Ahnung, 15 Quadratmeter oder so. Da hast du einen Hall, wenn du redest. Und wenn du reingehst in den Raum, wird es völlig ruhig. Also ganz, ganz ruhig, ist unheimlich gut hier. Auch Musik zu hören natürlich, sehr, sehr gut. Ja, was kann man hier sehen? Hinten schon die Konstruktion. Ich mache ein bisschen schneller Durchlauf. Da seht ihr die hintere Wand. Also wenn man praktisch durch die Tür reingehen würde, wäre das genau die gegenüberliegende Wand.
Da haben wir heute eigentlich eher eine Bar stehen oder zumindest jetzt steht da ein kleines Reck, aber ich glaube, über kurz oder lang soll auch noch eine Bar reinkommen, also ein bisschen gemütlich hier das Ganze gestalten. Hier seht ihr auch, wie es mehr und mehr Form annimmt. Kabel sind selbstverständlich gelegt. Jetzt kann man schon erkennen, dass wir haben eine Lichtvouter bauen lassen. Das finde ich immer persönlich sehr, sehr schönes indirektes Licht. Haben auch vier Schaltkreise, also praktisch vier Lichtschalter hier, um bestimmte Stimmung auch machen zu können. Was ich sehr, sehr schön finde, gerade abends, wenn man mal in Ruhe ein bisschen Musik hören möchte, oder auch tagsüber, völlig egal, dass man sich das Licht wieder ein bisschen wegnimmt. Ja, ein bisschen ein paar kleine Sachen. Ich tippe durch. Jetzt könnt ihr die Decke schon sehen. Schwierig war übrigens das Verputzen. Klingt albern, ist aber so, weil ihr seht ja die Löcher. Die Schrauben mussten alle weg. Kanten, die ihr seht, dieses Aneinandertreffen der Platten musste noch weg dekoriert werden. Hat aber alles super geklappt. Ihr seht seitlich auch schon links, dass für die Kuben praktisch die Ummantelung, also die Verkleidung auch schon da ist mittlerweile. Jetzt könnt ihr es noch besser sehen. Und die Lichtvoute könnt ihr oben umlaufend schon erkennen. Die Tür ist schon ausgeschnitten, wie ihr seht, auf der linken Seite. Also noch ist die normale Tür drin, aber die wird dann auch noch weggenommen demnächst. Und genau. Ja, hier können wir eigentlich nur, wie die Decke weiter entsteht. Ich mache mal ein bisschen schnelleren Durchlauf. Ihr seht das. Also hinten die Heizung ist jetzt eingekleidet. Es wurde vorgezogen, das Ganze. Weil wir wollten eben halt durch den Vorhang, der da auch hinkommt, dass das wegdekoriert ist. Eine Heizung finden wir jetzt persönlich nicht so super schön, dass man sie jetzt in so einem HiFi-Raum sehen möchte. Deswegen haben wir sie nachher wegdekoriert. Hier seht ihr schon wie sagt man dazu? Das Futter, glaube ich, nennt man das, wo die Glasschiebetür nachher reinkommt oder reinläuft. Das könnt ihr sehen. Das war der erste Versuch einer Farbe. Das hatten wir übrigens tatsächlich schon mal, so ein Schokobraun. Und zwar unten im Studio 5. Unser High-End-Studio war, muss man sagen, auch schokobraun. Und da kamen wir irgendwie auf die ganz glorreiche Idee, das hier auch schokobraun zu machen. Haben wir verworfen. Das war doch ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, zu gedrungen. Das macht den Raum irgendwie klein. Man fühlte sich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so ein bisschen eingeengt in dem Raum, obwohl er so riesig ist. Das ist der Vorraum, was ich sagte, mit den 15 Quadratmetern. Da geht man praktisch jetzt links rein ins Studio. Jetzt könnt ihr die richtige Farbe erkennen. Wir haben ein Grau genommen. Das ist so eine Art Taubengrau, glaube ich, nennt man das. Das ist also ein sehr elegantes. Also ich empfinde das als sehr elegant. So haben wir den Raum dann auch letztendlich streichen lassen. Jetzt seht ihr schon die verputzte Decke. Ihr könnt schon die Ausschnitte für die Lampen sehen, dementsprechend, die eingesetzt werden. Hier kann man schon sehr schön erkennen. Ein schönes Foto. Also ich finde die Arbeit einfach toll, die Thorsten und seine Jungs und Carsten und so weiter alle gemacht haben. Das ist exzellent. Das kann man gar nicht anders nennen. Genau, da seht ihr die Kuben nochmal, die jetzt demnächst ja eingesetzt werden. Der Heizkörper nochmal. Und jetzt fängt der Boden langsam an. Also wir sind jetzt praktisch mit den Malarbeiten durch, haben so lange gewartet natürlich, bis alles soweit fertig ist. Der Boden, das ist der liebe Herr Bischof, der das hier bei uns gemacht hat, der auch unten im Boden gelegt hat, auch exzellent wieder gearbeitet, richtig, richtig gut und unheimlich schnell. Wir haben denselben Boden wie unten genommen, das passt einfach. Genau, kann man hier nochmal ganz gut erkennen. Es nimmt Formen an. Ja, jetzt seht ihr ihn schon fertig. Nicht so gut ausgeleuchtet, aber zumindest fertig. Auch die Lampen seht ihr schon eingesetzt, praktisch dementsprechend. Und die Kuben seht ihr linke Hand auch. Da seht ihr später die Anlagen stehen. Das ist in diese Richtung hören wir auch. Wir hören nicht in die Längsrichtung, sondern in die Querrichtung. Da kann man die Kuben schon mal ganz gut erkennen. Die sind mittlerweile beleuchtet auch dementsprechend. Und da hat der Tischler. Thomas hat da uns etwas gebaut, um den Stummel, das ist ja der Leimbinder, der übrig geblieben ist. Und wir wollten irgendwie das ein bisschen kaschieren, weil der musste so stehen bleiben, wie er da nochmal steht. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lassen wir vom Tischler eine kleine Sache bauen. Da sind Schallplatten drin, sieht super nett aus, ist drehbar. Eine witzige Idee einfach. Ja, und es sind immer mehr, wie ihr seht, nimmt das mehr und mehr Form an. Ich mache schnell Durchlauf. Ja, bis hierhin erstmal. So, Lieben, jetzt stehe ich auf und mache keinen Schnips. Im Film ist es ja möglich, ihr wisst, man kann Zeit überbrücken innerhalb von einer Sekunde und deswegen würde ich sagen, bleibt dran, es geht jetzt weiter. Das geht nur im Film, was gerade passiert ist, ihr Lieben. Ich bin das zweite Mal, glaube ich, gesprungen und zwar, wir haben ja drei Teile in diesem Video und das ist jetzt der dritte Teil. Das ist natürlich für mich der ganz besondere, spannende Teil. Der Raum ist nämlich fertig. Und dazwischen vergangen sind Monate, wirklich Monate des Ausbaus. Und das würde ich euch gern einmal zeigen, was wir eigentlich hier in diesem Raum für einen gewissen Wahnsinn betrieben haben, wie der aussieht, der Raum, was wir für euch praktisch geschaffen haben, damit ihr euch hier wohlfühlt. Und dafür mache ich jetzt allererstes erstmal die Tür zu. Das sind in dem Fall Glasschiebetüren. Und da fangen wir auch mit dem ersten Detail schon mal an.
Das ist das eine, das ist schon mal nicht schlecht. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschirmt natürlich vom anderen Geschäft, dass wir hier Ruhe oder ihr praktisch Ruhe habt, um Nuancen zu hören, um Feinheiten zu hören. Denn hier oben findet was ganz Besonderes statt. Hier oben ist praktisch High-End, wo wir sagen, okay, hier werden wirklich sehr, sehr teure Anlagen aufgebaut. Der Raum ist dann für euch praktisch allein zur Verfügung, damit ihr in Ruhe eure Traumanlage hören könnt. Und da haben wir zum Beispiel, das sind so kleine Feinheiten, eben nur Akustikstoff nähen lassen, muss man sagen, mit einer sehr, der ist sehr dick, der Stoff, dass wenn eben zugemacht wird, dass wir wirklich nicht nur optisch hier einen tollen Raum haben, sondern auch wirklich in Ruhe hören. Wir sind jetzt so abgeschirmt, dass wir vom Laden nichts mehr mitkriegen. Der Laden allerdings von uns, wenn wir ein bisschen lauter machen, natürlich. Und was haben wir weitergemacht? Ich hatte ja schon erzählt, wir haben hier eine akustische Decke drin. Das heißt also, wir haben in dem Bereich und in dem Bereich haben wir eine akustische Decke einziehen lassen. Das bringt richtig was. Das merkt ihr, wenn ihr bei uns seid. Und zwar, man geht von unten die Treppe hoch, hat ja den kleinen Vorraum. Und in diesem Vorraum, obwohl der ganz klein ist, aber natürlich Anschluss an den großen Raum hat, hallt das praktisch ein bisschen. Und wenn man währenddessen man geht, in diesen Raum reingeht, wird es völlig ruhig. Die Stimme ist ganz ruhig und damit ist auch die Musik so, wie sie sein soll. Keine großartigen Reflexe, es wird wirklich weggenommen durch den Teppich, durch die Möbel, aber eben auch durch die akustische Decke. Vielleicht nochmal wiederholt, wir haben ja praktisch etwas machen müssen und zwar... Dieser Pfeil existierte ja, wie gesagt, vor einiger Zeit noch nicht. Den mussten wir einsetzen aus statischen Gründen. Warum? Ihr seht, oder Lukas sieht das da hinten vielleicht einmal kurz draufgeschaut, diesen kleinen Stummel, den ihr da oben noch seht. Dieser Stummel ist eigentlich ist Holz. Und dieser Stummel ist eigentlich dafür da, dass das Dach getragen wird von Säulen auf diesem Gebäude. Und ihr müsst euch vorstellen, eigentlich war der Raum, oder beziehungsweise die Abtrennung zu dem hinteren Raum, wo die Lautsprecher stehen, war eben nur auf der Höhe. Also um das nochmal klar zu sagen, ich bin nicht besonders groß, der war auf der Höhe. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn das durchgezogen werden, also wäre, geblieben wäre, haben wir das Problem, dass wir keine 2,50 Meter hohen Decken haben. Es würde stören. Man würde denken, der Schall bleibt da zum Teil hinterhängen und es würde auch bleiben. Was haben wir getan? Wir haben es ausschneiden lassen, bis da hinten hin praktisch. Am Ende des Raumes, im anderen Raum geht der wieder weiter sozusagen, der Pfeiler, musste aber abgestützt werden. Das haben wir dann vom Statiker berechnen lassen, wurde gemacht und finde ich als Stilelement passt das hier auch rein. Ihr seht auch, was wir hier stehen haben, bevor wir vielleicht auf die Geräte, da will ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber es verändert sich doch laufend bei uns. Aber was haben wir noch gemacht? Wir haben eben halt Teppiche in der richtigen Größe so praktisch anfertigen lassen. Das ist letztendlich ein bisschen überkandidelt, aber letztendlich doch fertigen lassen. Beides mal das Gleiche, passt super in den Raum rein, finden wir zumindest. Boden kennt ihr, das ist tatsächlich, also man denkt, das sind so normale Planken, das sind sie aber gar nicht. Ich hätte jetzt mal Stöckelschuhe anziehen sollen. Und zwar, wenn man hier lang geht mit wirklich Ledersohlen, ist das so, dass der Boden tatsächlich auch akustisch eine Wirkung hat. Das ist nämlich gedämmt. Das heißt, man geht, wenn man hier lang geht oder unten auch lang geht, hallt das nicht so sehr. Klingt albern, bringt aber richtig was, kann man glauben oder nicht. Und das Ganze ist nur wenige Millimeter dick. Eine ganz tolle Geschichte haben wir durch unseren Designer damals, den Roman, der hat den Kontakt hergestellt. Letztendlich hat er den Kontakt zu allen hergestellt, wenn man es genau betrachtet. In diesem Fall nochmal liebe Grüße, Roman, und nochmal vielen Dank. Und wir haben diesen natürlich hier weitergeführt. Den Boden hatten wir noch, haben gesagt, komm, der kommt hier auch rein, damit das optisch auch dem Gebäude angepasst ist. Was wir neu haben in diesem Raum und das wir auch ganz toll finden, sind zum Beispiel, das wurde auch schon mal kommentiert in manchen Videos, sind diese roten Sessel, die Sessel, die du da vorne nochmal siehst und aufnimmst, Lukas, genau. Das sind erstmal ganz normale Sessel, aber die Besonderheit bei diesen Sesseln ist, das ist von Leo Lux und das ist eine Marke, die wir tatsächlich als HiFi-Händler führen. Das heißt, wir sind jetzt nicht Möbelhändler geworden, aber indirekt sind wir es ja eigentlich doch, denn wir führen ja auch Racks für die Gerätschaften. Wir führen Spektral, wie ihr wisst, kann man da hinten auch nochmal sehen. Das ist eine neue Serie von Spektral, die mehr Wohnraumcharakter haben soll auch tatsächlich als Sideboard. Gibt es in verschiedenen Varianten. Und die Möbel gibt es natürlich auch. Wir haben jetzt mal bewusst rot gewählt. Warum? Ist eine Knallerfarbe, um hier auch, wir wollten den Raum jetzt nicht bunt gestalten, sondern wir wollten ihn dadurch gestalten, indem wir, das kennt ihr von der Küche, die mega schick aussieht, aber die Farbe kommt erst durch die grünen Äpfel da rein. Und die kann man ändern, wenn man die Farbe nicht mehr mag. Und hier ist es so ähnlich, dass wir sagen, nee, Farbtupfel, haben wir ganz klar gesagt, sind bei uns die Möbel. Also Leo Lux bei uns. Tolle Marke, zugegebenermaßen auch High-End, das kann man so sagen, wenn ihr die Preise seht, wisst ihr, das ist High-End, das ist so kurz vor Rolf Benz, wenn euch das was sagt, entsprechend, das wird wahrscheinlich vielen was sagen. Was haben wir hier noch gemacht praktisch? Ihr seht, wir haben verschiedene Lichtkreise. Ich könnte jetzt mal, wollen wir das mal eben machen? Ich mache das nochmal, einfach nur, um meine Stimmung zu erzeugen und bei euch mal so ein bisschen Neugierde auch zu wecken.
Ich mache es mal praktisch eigentlich aus, jetzt seht ihr gar nichts mehr. Und dann haben wir es eben so gemacht, dass wir einzelne Lichtkreise hier auch stimmungsentsprechend einfach anstellen können. Auch die Spots seht ihr, dass auch die Ware, die Artikel, die High-End-Produkte, die Lautsprecher, Verstärker auch ins wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, rechte Licht gerückt werden, so ist es richtig. Haben wir also praktisch auch hier noch ein bisschen Wahnsinn getrieben und haben uns da auch wirklich Mühe gegeben, dass man auch vielleicht, hier finden auch teilweise Events statt, dass auch eine gewisse Stimmung praktisch erzeugen kann. Und dann vielleicht auf die Gerätschaften ganz grob nur gesehen. Ihr seht hier eben so Lautsprecher wie zum Beispiel die 802 D4. Ihr seht Luxman, Vorendstufenkombination. Ihr seht Nirvana, ihr seht einen Lumin Streamer. Ihr seht drüben die Edge-Serie. Hier vorne, also ganz Boxen, die ich persönlich sehr mag, muss ich sagen, wobei die Nautilus mache ich auch gern, sind die Concentro von ELAC. Wir haben auch die Concentro M zum Beispiel da. Wie gesagt, Edge hatte ich gesagt, ganz, ganz tolle Boxen. Pellegrina haben wir ein einzelnes Video drüber gedreht. Aktivlautsprecher. Da vorne steht ein AVM, Plattenspieler. Es geht immer so weiter. Wir können es immer weitermachen. Lautsänger, Kopfhörer. Oben noch ein bisschen Luxman, Lumin. Ihr seht hier vorne noch Schlag auf Schlag, Transrotor. Ganz vorne seht ihr noch die neue T&A-Anlage 200er. Aber eins ist sicher, wir sind immer im Wandel. Das muss ich euch ganz klar sagen. Ihr kommt in ein Jahr hierher und sagt, oh, zeig doch mal den Raum. Dann kann er wieder ganz anders aussehen. Nicht von den Möbeln, nicht von dem Teppich. Das wird immer gleich bleiben. Aber tatsächlich wird die Ware sich immer wieder mal verändern. Wir haben ja auch Vorführungen hier, bauen ja diese Vorführungen auch für euch auf entsprechend. Und wir wollen diesen Raum eben nicht überfrachten mit Ware, sondern wir möchten ihn wohnlich gestalten. Damit, wenn ihr da seid, euch wirklich, also nicht nur von der Musik her wohlfühlt, sondern einfach sagt, tolles Ambiente, ich fühle mich wie nach Hause kommen so ein bisschen, finde ich cool. Das ist der Gedanke. Auf eine Sache möchte ich hinweisen. Man soll ja, Eigenlob stinkt heißt es, aber ich sage es jetzt trotzdem. Das haben wir noch nicht erwähnt. Und zwar, wir sind tatsächlich dankenswerterweise von der High-End Society in Wuppertal letzte Woche, um es klar zu sagen, das war so Mitte November, kommt hin, ne? Mitte November 22 ausgezeichnet worden als einer von den 40 Top-Händlern Deutschlands. Also das ist schon wirklich was Tolles, möchte ich sagen. Die haben verschiedene Gesichtspunkte, nach denen sie gehen. Also Kompetenz, wie ist die Ausstellung, wie viel Mühe gibt man sich für den Service und so weiter und so weiter. Und diese Punkte werden abgehakt, dann kommen viele Händler in die engere Wahl. Und das wird immer enger und enger und enger und irgendwann bleiben 40 übrig. Also vielleicht mal das Lob an eigener Stelle an uns alle hier in dem Fall gerichtet. Wir sind jetzt einer von denen und das erfüllt uns tatsächlich, muss ich sagen, wirklich tatsächlich mit Stolz. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man diese Auszeichnung bekommt. Da kann man auch kein Geld für bezahlen, sondern das passiert einfach. Und man wird dann eingeladen nach Wuppertal, in dem Fall in die alte Stadthalle oder historische Stadthalle. Und war ein tolles Event. Warum? Die High-End Society besteht zum größten Teil, zum allergrößten Teil, eigentlich nur aus Herstellern. Das heißt, oder sehr große Distribution in Akustik, ATR als Beispiel, aber auch T&A. Das heißt, die Inhaber dieser Firmen sind dort, AVM und so weiter und so weiter. Und das war natürlich ein tolles Come-Together, die Händler einerseits deutschlandweit mehr und mehr kennenzulernen. Viele kennen wir auch schon, aber manche kannten wir nicht. Und die Hersteller wirklich mal am Tisch zu haben, mal ein Bierchen und dann redet man mal über Gott und die Welt, vielleicht auch über das Geschäft. Und das war ein Wahnsinns-Event. Aber das fast am Rande, jetzt habe ich doch ein bisschen viel darüber erzählt, aber es ist auch eine tolle Sache. Dann haben wir ja praktisch hier noch weiterführend diese Kuben einbauen lassen. Das heißt, die Kuben sind eigentlich, das ist nur Dekoration, aber auch da betreiben wir den Wahnsinn, dass wir eben sagen, dass wir Licht reingepackt haben. Wir wollen es wirklich schön haben. Und das ist nicht, bitte versteht das nicht miss, ich wohne hier nicht, sondern es geht wirklich darum, dass ihr, wenn ihr bei uns seid, dass ihr euch wohlfühlt, das ist wirklich wichtig für uns, dass man einfach sagt, pass mal auf, drumherum stört mich hier gar nichts, das ist alles super, es ist nett und jetzt lasst uns mal eine schöne Anlage hören. Das ist ein Gesamtpaket, das empfinden wir so, was wir als Händler euch bieten sollten. Jeder Händler sollte das tun eigentlich und da sind wir sehr bemüht, dass wir bei euch dementsprechend auch dahingehend anerkannt, Stein im Brett haben, dass man sagt, nee, das hat echt Spaß gebracht. Kaffee gibt es übrigens auch immer und eine Cola haben wir auch immer am Start für euch. Ja, das ist der neue Raum. Habe ich noch was vergessen? Nee? Wir haben ja auch noch so Sachen, zwei Sachen noch. Damit haben wir eigentlich nichts zu tun, aber ich möchte das mal erwähnen, weil wir auch sehr dankbar dafür sind. Wir haben zum Beispiel einen Künstler gewinnen können, der diese Kunst hier praktisch macht. Der zeigt nochmal bitte, Lukas,
Hier zum Beispiel nochmal so, das bedeutet, das Motiv da hinten bedeutet zum Beispiel Freude. So heißt der Titel des kleinen Kunstwerkes praktisch oder auch Schönkunstwerkes. Das machen wir für die Künstler. Wir sind dankbar, dass wir es hier haben dürfen, wirklich dürfen, weil das ist eine dauerhafte Vernissage, wenn ihr es so wollt, was Bilder angeht und eben Ausstellungen für die Skulpturen. Und hier haben wir noch von Rita Kriewitsch eben halt, die kennt ihr schon von vielen, vielen Filmen, wo wir Rita indirekt eigentlich vorstellen, weil das ist eine Hamburger Künstlerin, die also diese wunderbaren Bilder malt. Und das schmückt unser Geschäft, wie ihr es bei vielen Filmen auch seht, sehr und bringt sehr viel Farbe und sehr viel Stimmung auch bei uns rein. Und wir verkaufen diese Bilder nicht, aber letztendlich vermitteln wir dann, wenn einer sagt, oh, die Marilyn, die will ich gerne kaufen, dann vermitteln wir das praktisch zur Künstlerin hin. Die macht alles, wir haben damit nichts zu tun. Und dann gibt es hoffentlich ein neues Bild, wenn Marilyn dann verkauft ist. Aber das nur mal am Rande erwähnt, das solltet ihr aber wissen, dass wir ja auch eben nicht nur HiFi, sondern ein bisschen mehr sind. Wir sind ja HiFi, High-End, wir sind ja Home-Cinema. Wir sind aber auch mittlerweile ein bisschen Möbel, aber auch High-End-Möbel. Wir sind auch High-End-Malerin und High-End-Künstler. Das möchte ich gerne, dass ihr das wisst, dass wir eben ein bisschen mehr sind als nur, in Anführungsstrichen bitte, als nur HiFi. Das zu diesem Raum. Mich freut es, dass das Video nach anderthalb Jahren, würde ich auch sagen, nach anderthalb Jahren jetzt ein Ende gefunden hat und ihr das mal sehen könnt. Ich finde das toll, euch das zeigen zu dürfen und wie gesagt, hoffe, dass euch das gefallen hat. Lasst auch da einen Kommentar da. Also es ging hier nicht um Vergleichstests, seid nicht zu streng mit mir. Auch das möchte ich gerne mal zeigen. Und wir hören, ich würde sagen, fast täglich sehr, sehr positive Dinge von Menschen, die reinkommen. Ich hatte heute gerade wieder jemand da, Hajo, ich weiß, dass du Hajo bist, du weißt aber nicht, wer ich bin. Und obwohl, der kommt aus Eppendorf hier in Hamburg, also weit weg ist er nicht, aber der war eben noch nie bei uns und sagte eben auch, Mann, die Videos habe ich gesehen, ich komme jetzt mal vorbei, ich habe mal eine Frage und ich habe einen Wunsch. Und das ist natürlich das Tolle, das hoffen wir immer, dass ihr uns auch aufgrund der Videos besucht oder uns eine Mail schreibt oder mal einen Kommentar da lasst. Wir versuchen, ich muss gestehen, in letzter Zeit war es nur ein Versuch, euch auch Antworten drauf zu geben, weil momentan sind wir im Weihnachtsgeschäft schon so halb. Cyber Week steht bei uns bevor und es ist wirklich viel zu tun, dankenswerterweise sehr viel zu tun. Also, wie gesagt, nehmt uns das nicht übel, im Sinne von, wenn wir nicht gleich immer antworten, aber trotzdem bitte schreibt Kommentare, denn gelesen werden sie immer. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Also ihr Lieben, das war es von meiner Seite heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn jemand Gisela Schlüter kennt, ich bin das männliche Pendant dazu im Schnellreden. Und wünsche euch alles Liebe und kommt es mal besuchen. Bis dahin, ciao, tschüss.